Ja, hallo, willkommen zum nächsten Video beim Hero Camping Center. Neues Fahrzeug, neues Video. Wir haben hier einen Weinsberg Karatur ganz frisch bekommen. Dieses Fahrzeug ist Modell 22 und ich zeige euch mal, was das Fahrzeug jetzt so für Besonderheiten aufweist. Also, ja, es geht los mit unserem Motor. Wir haben hier einen 140 PS Euro Norm 6D Final. Ein Leitchassis, 3,5 Tonnen, 540er ist der kurze, das heißt 5,40 Meter ist auch dementsprechend hier die Aufbaulänge. Ja, 16 Zoll Bereifung auf Alufelgen drauf. Gehen wir mal nach vorne, sehen wir die neue Schnauze vom Fiat. Zu erkennen hier oben an dieser Kunststoffleiste, die Waben sind etwas anders geworden. Unten haben wir noch so ein Kunststoffteil unten drin. Was hier bei dem besonders ist, wir haben hier LED-Beleuchtung bestellt. Schaut dann so aus. Wenn man da mal drauf drückt, kann man mal gucken. Schaut ein bisschen anders aus jetzt von der Blinkerführung her. Wenn ich ihn aufmache, geht da das Licht ein bisschen mit an. Das sind alles so Sachen, die jetzt hier etwas anders sind. Genau. Ja, laufen rüber. Andere Seite. Schauen wir mal, was da Neues gibt. Auf dieser Seite hier einen Blick nach innen mal am besten. Da kann man dann noch verschiedene andere Sachen sehen. Neue Türverkleidung, dementsprechend angepasst auch hier die Verdunklung mit unserem Plissé vorne. Ja, ist es ein bisschen verändert worden, damit es hier in die neue Verkleidung gut reinpasst. Dann hier nochmal eine Besonderheit, müssen wir mal einen Blick drauf werfen. Da ist diese elektrische Handbremse verbaut in dem Fahrzeug. Das ist natürlich ganz praktisch, weil wir jetzt natürlich keine Handbremswedel mehr haben links. Und das ist, finde ich mal, schon ganz praktisch. Ja, hier bei diesem Fahrzeug haben wir auch noch dann das Lenkrad drin mit Leder. Durch das Navigationssystem haben wir automatisch auch dann hier das Head-Up-Display verbaut. Ja, gehen wir weiter. Hier hat sich nichts geändert, ganz normal Tank und AirBlue halt, ja, das ist nichts wie vorher. Heizung hat der Wagen eine Kombi, und zwar eine Gaskombi-Heizung von Truma. Den kann man optional zwar bestellen mit Diesel, aber hier ist diese Gasheizung serienmäßig verbaut. Dann schauen wir weiter, haben wir hier die Box für die Toilette. Genau, Tedford, drehbare Toilette, denke ich mal, sollte bekannt sein. Dann haben wir hier beim Weinsberg immer schön gut erreichbar den Ablass vom Abwassertank. Kann man hier auf und zu machen, so ist er jetzt zu, so ist er offen. Ich muss nicht unter das Auto liegen, kommt man super hin. Kann man hier noch aufstecken mit dem Schlauch, gibt es einen speziell, der passend ist. Läuft noch Restwasser raus vom Check. Der kommt nämlich jetzt gerade aus der Werkstatt. So, ja, dann geht es weiter hier hinten mit unserem Stromanschluss. So, Heckansicht. Einmal was vergessen, wenn man so die Flanke anschaut, sieht man eine Scheibe hinter der ersten Scheibe vorne. Also hier, diese ist optional bestellt. Das ist bei Weinsberg so, dass man die extra bestellen muss. Sonst hat man kein Fenster im Bad. Ja? Dann geht es weiter, aufgesetzte Scheiben, also Serienzustand. Man kann auch Rahmenscheiben bestellen, ist hier nicht der Fall. Dann weiter, Kamera oben in dieser Blende, an dieser Rückfahrleuchte mit verbaut, sodass man dann auch eine schöne Rückansicht hat. Sensoren hat er jetzt nicht, kann man aber auch bestellen. Machen wir mal einen Blick nach innen. Wir haben jetzt hier einen Karatur. Der Karatur ist eben mit diesem grauen Holz. Es gibt auch den Karabus, da hat er das holzfarbene Design und hier haben wir jetzt unser Grau. So, Flaschenschrank mal öffnen. Ein Blick nach innen. Wir sehen Mono-Control CS verbaut. Dadurch darf man während der Fahrt auch die Flasche offen lassen. Ja, ich sage jetzt mal, zum Heizen ist es ganz praktisch, denn wenn man in der kühleren Jahreszeit unterwegs ist, bin ich in der Lage, so meine Heizung, die Truma-Heizung laufen zu lassen und habe eben das ganze Auto auch schön warm und es zieht nicht irgendwie von hinten hierher. Sonst braucht man die Heizung, die Flasche ja nicht unbedingt offen lassen. Das ist ja nur wirklich zum Heizen. Weil er hat ja dann auch keinen Kühlschrank, der irgendwie auf Gas läuft. Da haben wir ja dann den Kompressorkühlschrank. Ja, dann können wir nochmal hier unten schauen. Da ist jetzt eben auch noch neu in diesem Fahrzeug. Es gibt jetzt einen neuen Lattenrost. Vorher war es immer Holz. Jetzt ist es Aluminium geworden. Dadurch mehr Stabilität. Auch die der Lattenrost ist praktisch verbessert. Soll es nicht mehr durchbrechen. Gab es ab und zu mal was. Selten, aber kaum vor. So, dann haben wir hier noch unten unser Batteriefach, wie bei allen Fahrzeugen. Ja, eine Batterie ist hier zu sehen. Kann man also noch problemlos auch eine zweite neben dran setzen. Das ist machbar hier. So, gut. Andere Seite. Da hat man dann noch den Zugang zum Frischwassertank. Da kann man jetzt hier unten
den Frischwassertank öffnen oder so schließen und dann ist er wieder betriebsbereit. Aber jetzt im Winter lassen wir den schön offen, damit der Rest auch noch raus kann. Okay, hier kommt dann so rum rein. Zack. So für Zuösen, das ist immer Säge, das ist bei jedem dabei. Okay, sind wir fertig hinten. Geht's weiter, nächste Seite, rechte Seite. Ja. Dann haben wir hier unseren Frischstützen fürs Wasser, Trittstufe und bei diesem Fahrzeug auch LED-Außenbeleuchtung, Markise mit dabei. Hier eigentlich nichts Neues, bis auf die Verkleidung, die haben wir ja drüben schon gesehen. Ansonsten ist da, hat sich nicht viel verändert. Ja, sind wir außen soweit durch. Wir treffen uns gleich innen und dann zeige ich euch den Wagen noch innen. Bis gleich. Ja, jetzt sind wir innen angekommen und jetzt kann ich euch mal das Fahrzeug von innen noch etwas zeigen. Wir haben jetzt mal vorne etwas abgedunkelt, dann seht ihr mal, wie diese Verdunkelung so wirkt innen drin. Hat jetzt auch noch einen anderen Grund, dass die Sonne sehr stark reinblendet. Das sehen wir gar nichts sonst. Okay, jetzt haben wir ja gerade mal einen Blick aufs neue Navigationssystem. Das ist relativ groß geraten jetzt, also schön übersichtlich, deutlich besser, auch von der, vom Blendfreien her, anders angeordnet, andere Oberfläche, andere Darstellung. Ja, wie ihr seht, haben wir einen Sitz schon gedreht. Das Fahrzeug ist doch relativ kompakt, wie man jetzt sieht hier in der Sitzgruppe. Wenn wir uns den Tisch mal so anschauen, dann merkt man schon, oha, da ist es nicht wirklich wahnsinnig viel Platz. Aber trotzdem lässt sich der Sitz hier super drehen. Ich zeige es euch mal schnell. Einfach mal anmachen und dann kann man einmal rum. Und schon haben wir den Sitz gedreht. Also das geht trotz dieser beengten Verhältnisse sehr gut. Ja. Hier in dem Bereich, den Tisch kann man dann noch verschieben, wenn man da mal Platz genommen hat. Kann ich auch ein bisschen nach vorne fahren noch, kann ein bisschen nach hinten fahren. Maximal so in diesen Bereich rein. So, da hier unten lässt sich der auch noch etwas ausschwenken. Ja, ist schon minimalistisch, aber es ist immerhin da. Ne? Wenn man halt 5,40 Meter als Aufbaulänge hat, dann muss man auch einfach gewisse Kompromisse in Kauf nehmen. Dann haben wir hier die Möglichkeit, das nach vorne zu schieben etwas, so dass man die Sitzposition etwas verbessern kann. Von der Schräge her eine angenehme Geschichte. Und bei dem Wagen haben wir auch diesen Auszug mit reinbestellt und auch das Isofix ist hier mit dabei. So zurück und so auch zurück. Gut. Ja, was haben wir da unten noch? Ein Fach. Da können wir mal einen Blick reinwerfen. Hier sind wir jetzt im Bereich Heizung. Wir sehen jetzt hier die Heizung. Da sieht man so einen Halter. Der Halter ist für den Wasserfilter. Frischwasserfilter ist hier dabei. Und der normale Überbrückungsschlauch, der ist irgendwo hier eingeklemmt. Genau, schaut jetzt ein bisschen anders aus wie im Modelljahr 21. Liegt daran, dass es jetzt eben ein anderer Filter ist. Ja, da unten haben wir noch das Ablassventil und das sogenannte Frostkontroll, wo dann eben hier auch, das ist jetzt auch offen. So. Kann man dann so schließen und der Knopf rein, dann ist es zu und so hat man es wieder offen und dann kann der Boiler dementsprechend auch leer laufen für die Winterstellung. Okay. Gut, Küche komprimiert, kompakt, zwei Flammer und Waschbecken in einem Gerät sozusagen. Piezozünder ist aber hier auch trotzdem mit drin. Ja. Beleuchtung, Küchenbeleuchtung, Touchlampe, hier nochmal Touchlampe. Dann haben wir hier noch Steckdosen, 12 Volt 230, Lichtschalter und hier der Fühler für die Heizung. Kühlschrank, Kompressorkühlschrank, ist jetzt mittig hier drin. Ja. Schubladen mit Besteck, Einteilung. Da sieht man es auch mal den Wasserfilter. So schaut er aus. Dann der Silvi ist hier auch dabei.
Das ist, wer es noch nicht kennt, so ein Magnetsystem, wo man dann Gläser und so weiter draufstellen kann, dass die während der Fahrt auch stehen bleiben. Oder ein Pad hinkleben, wo man Gewürze dranhängen kann. Gibt es dann noch auch im Zubehör. So, hier unten noch einmal ein Fach zum Verstauen. Da sieht man nochmal so ein Ablassventil fürs Frischwasser. Und hier hinten unseren sogenannten Kleiderschrank. Okay, das war das. Wir machen mal einen Blick auf unsere ganze Bordelektrik hier oben. Da haben wir jetzt hier unser Display, wo uns anzeigt, was hier los ist mit Batterie. Ja, nochmal, okay, jetzt laufen hier die einzelnen LEDs hoch, sodass er im Bereich voll oder nicht voll ist. Und je weniger hochlaufen, desto weniger voll ist. Da sieht man jetzt schon, die Starterbatterie ist noch ein bisschen geschwächt. Den lassen wir jetzt eine Menge am Strom dran noch und dann wird er auch schön vollgeladen. Hier unten sieht man dann die Frischwasser und Abwasser, nee, nur Frischwasser, genau. Das ist die Außenbeleuchtung. Kann man dann auch noch dimmen, die Außenbeleuchtung. Hat man so ein Handcenter dabei und kann das LED-Licht über der Türe noch heller und dunkler gestalten. Pumpe läuft dann hier an, hört man jetzt gleich. Schon angelaufen, die läuft jetzt sofort an, weil die Wasserhähne natürlich alle jetzt offen sind für die Winterstellung. Ja? Gut, das ist das. Dann sieht man hier drüben nochmal so ein Display, das ist jetzt neu. Schauen wir mal drauf. Das ist das Thoma X. Ja? Und dieses Display hat jetzt einen Vorteil, dass ich hier einen Touch habe. Das war jetzt vorher eben nicht. Ich hatte ein Drehrad und hier konnte man jetzt unser Raumklima halt einstellen. Nur Ventilator oder Heizen oder so weiter. Habe jetzt aber keine Flasche drin. Das lassen wir jetzt mal. Und Wassertemperatur kann man dann auch noch einstalten. Also alles hier regelbar. Viel einfacher jetzt wie vorher noch das CP Plus. Diese Fähigkeit über Bluetooth kann man jetzt direkt mit diesem Display verbinden. Ich brauche nicht mehr über die Box gehen. Das geht jetzt gerade über das Display, habe ich schon probiert. Geht einmal frei und ihr habt dann eine neue App drauf und könnt dann mit dieser App dann euer Fahrzeug über Bluetooth steuern. Ja. Genau, das war das. Dann Küche oben noch. Ein schönes großes Fach. Jetzt kommt das Bad, das müssen wir uns dünn machen. Ne? So, ich gehe mal vor. Was haben wir hier? Ein Bad, wo alles kompakt, wie ihr seht, sehr kompakt drin ist. Duschvorhang kann man hier oben einknüpfen. Da gibt es ja solche Aufnahmen. Ich habe hier nochmal so eine kleine Stange, wo man irgendwas aufhängen kann. Da ist hier zum Wegdrehen, um Sachen zu verstauen, die dann eben während der Fahrt nicht rausfliegen sollen. Oder halt doppelter Boden sozusagen. Starterpaket für die Toilette. Das besagte Fenster mit Verdunklung oder auch Fliegenschutz. Brause kann man rausziehen. Ja, Wasserhahn. Und natürlich kann man die Toilette drehen, sonst wird es ein schwierig. Also so geht es natürlich dann schon. Schieber auch hier vorne. Zack. Und dann ist da der Durchgang sichergestellt. Anschließend machen wir es wieder zu. Hat man dann noch so eine Anzeige für Box voll. Wenn es rot wird, ist voll. Ja. Und die Spülung ist hier oben. Geht jetzt nicht, weil Pumpe aus. Ne? Gut. Drehen wir es zurück, damit etwas mehr Platz ist. Dann haben wir da noch ein Schränkchen. Auch da noch Platz für gewisse Sachen. Ja, drehen kann man sich auch. Spiegel haben wir auch noch. Genau. Gut, Kleiderhaken, kannst du mal durch. Da ist das Bad fertig. Ja, dieses Brettchen hier hinten, das kann man auch rausziehen. Und wenn ich möchte, kann ich das so komplett durchladen. Das ist vielleicht mal ganz praktisch, weil so ein Fahrzeug kann man schon auch mal alltagsmäßig einsetzen, um da hier mal längere Sachen auch zu transportieren. Lässt sich auch übrigens ganz rausnehmen hier, die Matratze, und kann man das Ganze demontieren, hat dann etwas mehr Laderaum. Ist schon auch manchmal geschickt, weil das ist eine Fahrzeugkategorie, die man schon auch mal im Alltag noch benutzen kann. 5,40 Meter ist schon noch alltagstauglich. Da haben wir auch Kunden, die fahren nur so einen Wagen und haben den PKW komplett abgeschafft. Das gibt's. Ja, Dachluke ist Standard drin. Wir haben jetzt hinten eine 40er und vorne eine 40er. Klar kann man da auch noch eine größere reinbestellen, aber größer heizt auch auf. Und so habe ich immer noch die Möglichkeit, falls der Kunde es wünscht, eine Klimaanlage noch einzusetzen. Durch die 40er Dachluke ist das machbar. Ja, TV-Halter haben wir noch drin, das ist so die Vorbereitung. Wenn halt jemand möchte, kann man den TV hier noch nachrüsten. Vielleicht sagt der eine oder andere, ist aber gar kein Platz. Die Bretter kann man rausnehmen und dann habe ich dann genügend Platz, um das dann auch einzusetzen. Für uns hat immer etwas wichtig, dass man das schon mal hat, weil dann habe ich auch hinten die Dose, habe die Kabelvorbereitung schon mal da und es ist vom Einbau her nicht ganz so aufwendig, als wenn man gar nichts drin hat. Dann ist nämlich auch die Verstärkung mit der Platte und da ist dann vielleicht noch ein Spiegel hinten dran, je nachdem. Und dann wird es halt immer aufwendig vom Nachrüsten her.
Ja, wenn euch das Fahrzeug gefallen hat, ihr noch Informationen möchtet, einfach mich anmelden, anrufen, schreiben. Fahrzeug wird demnächst jetzt online stehen und ist momentan noch verfügbar. Aber da bitte immer erst nachfragen, ob er noch verfügbar ist. Im Moment auf jeden Fall ja. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, könnt ihr gerne uns abonnieren. Wir freuen uns drüber und die Glocke natürlich aktivieren. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Gell? Ciao.